Nicht mehr 9, sondern neu 10 Franken kostet der Kebab, der Falafel und die warme Sandwich bei vielen Wintertouren Fastfood-Imbiss. Auch der stadtbekannte Hassan hat seine Preise erhöht. Hat man sich da ein bisschen abgesprochen in der Nachbarschaft, dass man das macht? Nein, ich glaube, die Kebabstände haben eh abgesprochen, weil das musst du halt als Nachbar. Ich finde auch normal, weißt du, wenn du, bevor du einen Schritt machst, du musst mit deinen Nachbarn das absprechen. Aber meine Preise haben, ich wollte eh 10 Franken machen, Ende Jahr, oder? Und nachher auf einmal haben die Kebabstände gesagt, ja, wieso denn nicht? Absprache? Bei der Präsidentin vom Konsumentenforum Schweiz läutet die Alarmglocke. Dass Betrieb Preise verändern, sei grundsätzlich kein Problem. Eine Absprache aber schon. Also das geht natürlich überhaupt nicht, weil das ist ganz klar ein Verstoß gegen das Kartellgesetz und das können wir so nicht hinnehmen. Für sie ist klar, Preise sollten zwischen den Betrieben variieren. Nur so haben die Konsumenten wirklich eine Auswahl. Der Bilal Kandil vom Kebab-Treff sieht das anders. Dass alle Stände gleichzeitig Preise erhöht haben, sei zwar kein Zufall, aber die Ausgaben sind in den letzten Jahren enorm gestiegen und darum sei die Preiserhöhung gerechtfertigt. Erstens die Lohnerhöhung. 200 Franken haben wir pro Person Erhöhung gemacht. Sogar wenn Bruder, spielt keine Rolle. Und zweitens, Gebühren von der Stadt ist vorher ziemlich tief, ist jetzt etwas höher gegangen. Der Hassan stimmt zu. Wo er angefangen hat, hätte er noch 8 Franken verlangt. Doch das geht heute nicht mehr. Wenn ich kann die Rechnungen, das alles drum und dran, nicht zahlen und irgendwann man gibt den Laden nicht mehr. Und es wären mega viele Leute enttäuscht, weißt, extrem viele. Und dann haben sie gesagt, ja, 1 Franken mehr spielt doch keine Rolle. Wir zahlen gerne. Und ich bin auch froh und jetzt habe ich auch ein gutes Gefühl, weißt du, kein schlechtes Gewissen. Und die beiden Betriebe versichern, an den Preisen werden in den nächsten Monaten nichts mehr geschraubt.